Hallo zusammen, ich bin am Test mit zwei unterschiedlichen 100 Ampere Batterien zum Entladen. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Ich habe zuerst belastet mit 1000, 2000 Watt und jetzt bin ich zurück auf 1200. Wir haben hier also die Liontron bei 11%. Gibt hier Zellenunterspannungsschutz. Die gibt also bei 11% den Geist auf, ja, weil nichts mehr kommt. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe aufs andere App, Remo, die bringt jetzt noch 100 Ampere und hat eine Restkapazität von 8%. Ich habe eine Temperatur von 36 Grad Zellentemperatur. Ich habe also hier die zwei Batterien mit 2000 Watt belastet und jetzt, wo die Liontron ausgestiegen ist auf Unterspannung, nur noch mit 1200 Watt, weil 2000 Watt für eine Batterie ist zu viel. Ich gehe wieder zurück, hier drauf drücken, das andere App anwählen und ihr habt vorher gesehen, beim Wemo-App habe ich diese Batterie, dann kommt auch immer nur diese Batterie und hier muss ich jedes Mal die Batterie anwählen. Und hier habe ich jetzt immer noch 11%, 36 Grad, wir haben ja zwei Temperatursonden. Also die eine, die vorne angezeigt wird, die 36 Grad ist die Temperatur vom BMS und die Zellen haben hier 21 Grad. Dass das aber eine Arktik ist, ist das die Wandtemperatur. Ja. Ich schalte jetzt hier das Gebläse aus. Ich habe gestartet mit beide 100% geladen. 2000 Watt belastet. Also wir reden hier von der 100 Ampere Liontron. Und die 100 Ampere Wemo-Batterie. Festgestellt habe ich, die Liontron gibt am Anfang mehr Strom ab und nachher immer weniger. Und eben bei 11% ist sie rausgefallen. Zweitens, das was auf dem App an Strom angezeigt wird, wenn ich dann das mit dem Gegenampermeter hier kontrolliere, ist der Strom immer so, statt 90 Ampere ist er 93 Ampere, umgekehrt. Also das App zeigt mehr Strom an, das effektiv über dieses Messgerät laufläuft. Die Wemo-Batterie, die wird wärmer. Das heißt, das hängt natürlich immer ab, wo misse ich, aber von der Anzeige her wird diese wärmer. Diese bleibt schön ruhig, also kühler, aber sie bringt konstanter Leistung. Bis am Schluss, wo halt die Liontron weg war, hat sie natürlich die Last komplett übernommen, ist aber auch kurz ausgestiegen, weil natürlich 2000 Watt, das sind 1600, 800 Ampere, 2000 Watt sind 180 Ampere, das kann jede Batterie allein nicht stemmen. Es ist auch nicht realistisch, dass ihr aus diesen zwei Batterien einen Dauerstrom von 180 Ampere permanent rauszieht, bis sie komplett leer sind. Weiter habe ich festgestellt, die zwei Schrauben, das ist die Schraube von Liontron. Ich habe also Mühe, hier drei Kabel damit zu befestigen, oder auf der Batterie. Und die von Wemo ist ein Stück länger. Also hier, wenn ich zu viele Klemmen habe, muss ich eine andere Schraube besorgen. M8 ist beides gleich, von dem her unterscheidet sich das nicht. Also Fazit für das Entladen. Ich fahre jetzt mit beiden Batterien natürlich jetzt noch komplett runter auf 0. Und dann mache ich im nächsten Video eins mit dem Laden dieser zwei Batterien. Ja, jetzt ist bei mir das Licht weg.
ist egal, ich mache weiter. Es ist also nicht unbedingt zu empfehlen, zwei Batterien unterschiedlicher Hersteller oder Bauarten nebeneinander zu drücken. Von dem her, wenn ihr neu kauft, kauft diese dazu. Es geht, es funktioniert einfach. Es ist natürlich auch unbequem, wenn ich im App dann immer App wechseln muss. Also von dem her, bleibt bei Liontron oder bleibt bei Wemo, aber nicht unterschiedliche Batterien zusammenhängen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.